wie du willst. Genau, mein Gott. Ja. Tschüss. Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind wieder, es ist wieder soweit. Wir drehen jetzt das zweite Mal schon für meinen YouTube-Account. Also besser geht's gar nicht. Wir sind hier im schönen Hannover, was ich jetzt nicht unbedingt schön finde. Aber wir sind hier im Hannover, du mich deutsch. Wir sind hier in Hannover und wollen die Leute fragen, wie sie mich finden. Oder ich frage eher, wie sie mich finden. Er ist auch dabei, es geht. Wie sie mich finden, wie sie mich bewerten und was sie denken, wo ich eigentlich herkomme. Bleibt gespannt. Boah, ganz ehrlich, Leute, es ist nicht so, leicht, wie ich es mir gedacht habe. Entschuldigung. Okay, aber ihr seht Bombe aus. Sah echt gut aus. Also. ja, so läuft das. Also ich finde, die Hannoveraner könnten ein bisschen offener sein. Also falls ihr das jetzt seht, alle Hannoveraner, bitte seid ein bisschen offener. Danke. Also, wir haben schon unsere erste Person gefunden. Wir fragen die Person mal, wo ich herkomme. Wo komme ich denn her? Hier riecht's komisch. So Leute, wir haben jetzt eine Person gefunden. Das ist die liebe Nazanin. Hamudi. Der Hamudi. Und das ist der. Das ist die liebe Inge. Die liebe Inge. Schön, Inge, dass du dabei bist. Ja. Einmal der Gustav. Und der? Der Serkan. Melvin. Der Melvin und die? Ja, die Carina. Die Carina und? Daniel, aka Queen P. Skr, skr. Elodie. Elodie. Hallo, hallo, Elodie. Und das ist der liebe? Ich bin der Sascha. Der Sascha, der liebe Sascha. Schön, dass du dabei bist. Okay, dann kommen wir schon zur ersten Frage. Von einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du mich bewerten? Einfach so vom Typ her, wie du willst. Ich bin eine 7. 7? Ja. Okay. Ja, ist doch gut. Ist doch nicht schlecht. Danke. Holla die Waldfee, zack die Bohne. Was? Keine Ahnung. Ich meine, wenn ich dich bewerten soll, ganz, dann muss ich ja erstmal wissen, wie bist du überhaupt drauf, was machst du. Dann lernen wir uns erstmal kennen. Eine Skala von 1 bis 10. Wie bewertest du mich? Ich gebe dir sogar ein 11. Hast du heute was vor so? Gibt's auf die 0? Ja, ihr kannst auch ins Minus gehen. Ey, Leute, dann sage ich 5. Ich sage 7. Wegen den Haaren. Wegen den Haaren? 5? Ja. Warum 5? Weil du dich selber nicht traust, solche Haare zu tragen? Ja. Aber eigentlich ist es wild? Gibst du. Sag Walla, okay, dann ist vorbei. Walla ist immer vorbei. Ich würde dir auf jeden Fall mit dem Style und so 8 von 10. Okay. Eine gute 8 von 10. Okay, und im Gesicht und Aussehen so? Gesamtpaket 8 von 10. Gute 8 von 10. Du hast mir bis jetzt von allen das Beste gegeben. Nee, Spaß, da waren noch ein paar Weiber, aber das kann man nicht zählen. Die meinten das, glaube ich, nicht ernst. Das sind so klickgeile Weiber. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Also ich sag mal so, die Schuhe sind ganz frisch eigentlich. Ich finde, die haben einen guten Sommerlook drauf. Das T-Shirt ein bisschen groß, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Die Hose hat eine schöne Farbe, gefällt mir ganz gut. Also ich würde sagen, ne, eine Skala von 1 bis 10 wäre auf jeden Fall eine 9 wert. Damn! Nice! Und du? Ja, kann man machen auf jeden Fall. Wenn man fresh unterwegs sein möchte, kann man das auf jeden Fall machen. Okay. Also ich würde auch sagen, eine 9. Ich würde mal so sagen, wenn du so am Marsch hier rumlaufen würdest, ich glaube, er kriegt schon einen oder anderen Blick, ne? Siehst du? Aber von der Ente, da laufen nicht mal Menschen rum, Marsch. Ich würde sagen, einfach nur fürs Lash, Alter. Richtig, richtig Lash einfach. Ja. Von der Skala von 1 bis 10, wie würdet ihr mich bewerten? 6 bis 7. Läuft? Eine 8. Eine 8. Okay, ja, eine 8. Ich hab's gerade nicht realisiert, weil ich bin Türke, bei uns ist das mal alles andersrum. Nein, na, ach super, danke, danke. Okay, läuft bei mir. Ich würde dich tatsächlich mit 8 von 10 bewerten. Du beobachtest sehr gut und ja, bist ein netter Kerl. Danke, danke. Okay, zur zweiten Frage. Aus welchem Land komme ich? Was denkst du, wo ich herkomme? Also gebürtig. Keine Ahnung. Also ich würde dich wahrscheinlich eher aus dem östlichen Raum einordnen. Keine Ahnung. Türkei, Arabien. Aber das ist jetzt einfach nur aus dem Äußerlichen und ein bisschen von deinem Dialekt. Du könntest aber genauso in Deutschland oder sonst wo geboren sein. Auf jeden Fall.
Okay. Fall, das ist auf jeden Fall ein Akt. Ja. Ich würde mal sagen, ja. Man könnte sich gut, okay. Augenbrauen, Alter, wie so ein Busch. Schweiß. Schwarze Haare eigentlich, aber ich würde mal auch sagen, eher Südländer. Ja? Ja, auf jeden Fall. Genaue Herkunft? Genaue Herkunft, ich würde sagen, entweder Türk oder Kurde. Genau kann man es nicht festlegen, weil... Wegen? Kurdennase einmal, aber vom Dings her, vom Grundprinzip her, würde ich doch eher sagen Türk. Ey, du hast eine Bergnase, Alter. Weißt du, was ich meine? Leider kam ich mit der Nase zuerst auf die Welt. ich sag so, Kurde und Türke. Also beides? Ja, gemischt. Warum? Ja, du hast ja so was Ausländisches an dir, aber auch irgendwie so... Wie sieht dein Ausländer für dich aus? Ja, braune Haare, Bart. Okay, ja gut, läuft nicht jeder zweite Deutsche mit braunen Haaren oder Bart rum, aber okay, come on. Kann Italien sein. Italien? Kann Spanien sein. Spanien? Keine Ahnung. Aus Libanon. Okay, die meisten Libanesen haben doch immer so Kräuselhaare. Ach, deswegen. Hab ich Kräuselhaare? Scheiße. Was? Warum? Einfach mal so. Okay. Bro, Alter. Er hat es gerade gesagt. Weil ich bin Türke, bei uns ist es mal alles andersrum. Okay. Was hat alles geknackt, Alter? Frage Nummer 3. Kiss or Slap? Also ein Slap. Scheiße. Okay. Ja, das nenne ich mal krasse Leistung. Ah. Wie fühlst du dich jetzt? Richtig gut, nachdem ich das jetzt gemacht habe. Ja. Kiss or Slap? Muss Leute Slap sein. Soll ich einmal so? Dann war das zu klatschen. Warum mache ich dieses Video? Weil es lustig ist. Behinderter. Ready? Ja. Ah, oh shit. Ich höre so ein Pii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 i
dieser Junge hier hat gesagt, dass er da draufsteigen wird, nochmal auf den Schwanz und ihm den, nein, er wird da oben Liegestütze machen, er wird sogar das Pferd hochklettern. Das ist echt krass, also wenn ihr das schafft. Also es liegt nur an euch, wenn ihr 500 Daumen hoch zusammenkriegt, dann wird er das machen für mich, weil ich mich das nicht traue. Also danke, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, genießt die Zeit und ciao.